Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man Maker. Ja, zurück ist der richtige Begriff, es ist lange her, besser gesagt. Ich habe mal so angespielt und seitdem ist da nicht viel gekommen. Ich habe aber mir auf jeden Fall vorgenommen, ein paar Level von von ein paar Kumpels anzuzocken. Und also, ja, das wird auch erstmal so ziemlich alles sein, was ich jetzt mache. Danach werde ich erstmal ein anderes Projekt anfangen. Also, ich wollte es halt jetzt nicht unbedingt nochmal wieder weiter rausschieben. Also, machen wir jetzt erstmal Level. Und zwar vom Xi. Und zwar alle samt einmal mindestens Play. Forest of Kicks. Slide enabled, charge Mega Man 6. Okay. Gut. Gut, ich hab nur das eine. Dann wollen wir mal das machen. Es ist eine Weile her, dass ich Mega Man Maker gespielt habe, wie man. Ja, es ist ja eigentlich klar, ne? Dass es her ist. Ich hab eine Weile. Ach egal. Das da unten sieht so aus, als könnte man da hin. Will ich da hin? Ich will es probieren. Ich meine, noch habe ich nicht viel gezeigt. Ich finde es übrigens schön. Das letzte Mal, als ich Mega Man Maker aufnehmen wollte, hat mein Gamepad komplett gestreckt. Diesmal kann ich endlich mal wieder das vernünftig spielen. So. Aha. So. Es ist tot, alles klar. So viel zu. Das sieht verdächtig aus. Wow. Ich bin so schlecht geworden. Eigentlich brauche ich für einige dieser Dinger nicht mal den Kick. Wow. Doppel-Wow. So, könnte ich jetzt bitte mal mich ein bisschen besser anstellen? Wäre cool. So. Mhm. Aua. Gut. Ich merke schon, worauf das hinausläuft. Timing. Wow, Timing und Kontrolle. Okay. Es ist also ein bisschen schwieriger, als ich erwartet hatte. Dann lasse ich mich wieder so dumm treffen. Habe ich eigentlich überhaupt nichts gerade aus dem Versuch gelernt. Ach, ja, doppel. So. Sehr schön. Das sah schon besser aus. Ich hätte springen sollen. Aha, Mittelpunkt. Gut. Ah, der, alles klar. Wow. Schön. Erstmal wieder fast voll geheilt. Ah. Okay, vergiss es. Okay. Zum Glück hat man ja endlose Leben.
Wow. Echt gut. Okay, ich kann also problemlos mit dem Ding mithalten. Okay. Das war nicht so gut. Okay. Ah, ich dachte schon. Das würde mich umbringen. Okay. Nächster Checkpoint. Woher ist die Musik noch gleich? Aua. Aua. So. Ich von mir mit 6. Ich bin so schlecht im Musik erkennen. So. Ich glaube, das ist eine Wiley-Musik. Wow, wirklich jetzt? Habe ich schon fast beim Boss geschafft und dann das. Das ist ja Mattoman. Ich habe keine Ahnung. Ist überhaupt Mega Man 5? 6 meine ich. So. Okay, Sparkman auf einer relativ interessanten Fläche. Ach, wow. Okay. Der Kampf wird interessant. Okay. Oh, ich bin so schlecht. Mit einem Charge Kick an dieser so einer Stage. Ja. So. Aua. Der. Wow. Wie kriege ich denn das nicht hin? Will einer lücken. Okay. Okay. Ich glaube, das ist die bessere Taktik. Das war doof. Das war doppelt doof. Ja. Ich glaube wirklich, das ist die Taktik, die man machen soll. Aua. Aua. Das wollte ich nicht. Eigentlich den Startknopf gar nicht gedrückt. Okay, er schafft. Yay, erstes Level geschafft. So. Kann ich das nicht hier ohne die Maus machen? Na gut. So, kommen wir zur Arctic Base. Oh. Jetzt habe ich das wieder vollkommen verkackt. Also gut. Forest of Kicks. Ach, machen wir gleich Version 2. Wo wir schon mal dabei sind.
Jetzt, wo ich es gerade noch verinnerlicht habe. So. Hep. 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 Gut. Es ist Version 2, dass Leute die Stacheln sind. Nur kurz sehen können. So. Das war nicht so geplant. Das ist interessant, dass der Doppelsprung eigentlich so ziemlich gar nicht verlangt wird. Wow. Wollte ich stylisch machen. Ernsthaft? Dieser Kristall macht so viel Schaden. Holy moly. Holy moly. Das habe ich nicht erwartet. Gut. Mhm. Ach. Gut. Sehr schön. So, Mittelpunkt Nummer 1. Gut. Aha, hier ist eine Änderung. Meine, ja, schön, da ist ein... Oh Gott, das hasse ich ja. Das passiert. Ich meine, schön, dass da sind ein paar Spikes mehr, aber... Ich bin auch beim letzten Mal nur mit Damage Boosting vorbeigekommen. Das hat sich nicht wirklich was für mich geändert. Ach. Oh Mann. Ehrlich gesagt, diesen einen Fall hier, den kann ich nicht überstehen. Ich mag nicht so im Fall irgendwelche Timing-Geschichten. Okay, gut, ich hab's ja kapiert. Es ist mir scheißegal. Ich kassiere halt den Damage. Ich ahne, warum diese Stacheln da sind, damit man nicht mehr diese Gegner kaputt macht. So. Ja, genau wegen sowas hasse ich es. Man kann es nicht abtimen, man hat keinen zweiten Versuch. So. Gut, Glück gehabt. Okay. Jetzt haben wir es ja gleich wieder geschafft. Springen erstmal in die sinnlosesten Stacheln, die ich finden konnte. Oh wow.
Warum warte ich eigentlich, bis sie mich treffen? So. Wirklich, Mega Man. So. Was zur Hölle? Springt doch nicht 5 Kilometer hoch. Wow. Wow. Ich frage mich irgendwie immer noch nach wie vor, was sich Capcom bei den Grafiken hier gedacht hat. Dass sie einfach mal ein paar Blätter nicht wirklich passend zueinander gebaut haben. Ich meine, was denkt man sich da als Grafikdesigner? Wir könnten jetzt die Blätter alle ohne Cut-Offs machen. Wir könnten aber auch einfach in die Pause gehen, oder was? Wow. Bin echt gut. So gut, dass ich vor Sparkman so viel Angst habe, dass ich gleich in die Sprache springe. Doppelt. Meine Fresse. Ich hab den doch gerade eben erst besiegt. Was soll denn das jetzt sein? Ach, ey, sag mal. Was ist jetzt gerade los? Der Bossraum ist nicht verändert. Der Boss ist scheinbar nicht verändert. Was genau ist jetzt das Problem, Ozuma? Ozuma, was genau ist jetzt dein Problem? Kannst du mir das mal bitte erklären? Für die Zuschauer auch. Wieso schaffst du es, jedes Mal in perfekt da reinzuspringen? Ich habe das Gefühl, es ist ein Mega Man Maker, sind die Dinger nicht original. Das ist das Problem. Original würde man praktisch über die drüber laufen, wenn ich mich recht entsinne. Hier nicht. Ja, hat die Kante mehr Wert als. Die weniger Wert als das Loch. Das lässt einen leichter da reinspringen. So. Ja. Nein. Gut, geht doch. Genau so sollte das aussehen. Okay. User Levels. Also nochmal die Arctic Base. Play.